Im Jahr 2017 gingen insgesamt 11.507 Petitionen beim Ausschuss des Deutschen Bundestages ein. Dies waren etwas mehr als im Jahr 2016, wobei die Themen auch wieder sehr breit gefächert waren. Jedem Anliegen wird mit gleichem Engagement der Abgeordnetenkollegen begegnet. Wir versuchen, persönliche Probleme wie beispielsweise im Bereich der Erwerbsminderungsrente, im Bereich Soziales, im Bereich Hartz IV genauso engagiert vorzutragen, wie natürlich größere, breit angelegte Gesetzesinitiativen zu beraten, zum Beispiel der Legalisierung von Cannabis. Rund 68% der Eingaben im letzten Jahr enthielten persönliche Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, die mit einer Behördenentscheidung oder dem Vorgehen einer Bundesbehörde unzufrieden waren. Bei diesen individuellen Problemen ging es beispielsweise um die Erwerbsminderungsrente, wie erwähnt, über Qualifizierungsmaßnahmen oder von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, aber auch die Berechnung von Krankenversicherungsbeiträgen oder die Gewährung einer Rehabilitationsmaßnahme waren Gegenstand der Petition. Neben diesen Einzelfällen erreichten uns aber auch zahlreiche Bitten zur Gesetzgebung oder zur politischen Mitgestaltung. Beispiele darf ich vielleicht nennen: die Einführung eines Basiskontos für alle oder eine Reform des Opferentschädigungsgesetzes seien hier erwähnt. Wir konnten bei der Aufarbeitung und Aufklärung im Ausschuss auf insgesamt 20 Berichterstattergespräche zurückgreifen. In diesen Berichterstattergesprächen kommen die Mitglieder des Ausschusses mit den Ministerien und auch den anderen Kollegen ins Gespräch und versuchen hier im Einzelfall oft die schwierigen Fälle zu lösen. Hier sind beispielsweise auch genannt die beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, die Vergütung medizinischer Leistungen, Zuzahlung bei Versorgung von Zahnersatz, Regelung zur Altersrente, Visa-Angelegenheiten, Lärmschutz und das Thema Datenschutz war auch bei uns zahlreich Gegenstand von Petitionen. Diese Gespräche finden meist weit weg unbemerkt statt und hier wird die Kernarbeit geleistet. Also nur weil wir nicht so sehr öffentlich mitunter stattfinden, weil es um viele auch persönliche und vertrauliche Angelegenheiten geht, arbeitet der Petitionsausschuss sehr engagiert und sehr hart an den Problemen. Es gab auch Vorortbesichtigungen. Der Petitionsausschuss reiste im letzten Jahr 4-mal vor Ort nach Marl, Rostock, Dorfen und Detmold. Und es gab zum Beispiel die Forderung nach einer Lärmschutzwand an der A52 in Marl. In Rostock wurde auf Wunsch eines Petenten der Halt der Schleuse am Mühlendamm diskutiert. Nach Dorfen reisten die Mitglieder des Ausschusses, um dort im Rahmen des Ausbaus der Bahnstrecke München-Mühldorf-Freilassing die Tieferlegung der Bahngleise im Bereich der Gemeinde Dorfen anzuordnen und zu finanzieren. Und ein weiterer Höhepunkt war in Detmold. Dort besichtigten die Ausschussmitglieder einen neu installierten Telekom-Schaltkastens, der einer 84-jährigen Petentin die Sicht aus dem Fenster versperrte sowie die Ansicht auf ihre historische Wohnfassade beeinträchtigte. Das mag vielleicht aus Berliner Sicht etwas kleine Probleme sein, aber es zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land doch mit vielen kleinen Alltagsproblemen sie eher umtreibt als vielleicht immer die ganz große Politik. Und ich glaube, der 84-jährigen Frau, der ging das viel, viel näher als vielleicht manche Gesetzesinitiative oder heiße Debatte im Bundestag. Solange dieser graue Kasten vor dem Fenster stand, war sie unzufrieden. Wir versuchen uns den allen anzunehmen, auch in öffentlichen Debatten, die wir führen, wenn eine Petition mehr als 50.000 Unterschriften oder Mitzeichner erreicht. Das war beispielsweise die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung von Mukoviszidose-Patienten oder auch ein Stopp der Umsetzung der EU-Richtlinie über Pauschalreisen, die ja auch intensiv im Bundestag mit entsprechender Gesetzgebung begleitet wurde. Es wurde auch eine öffentliche Sachverständigenanhörung zum Thema Petitionswesen und wie können wir uns auch immer wieder verbessern. Wie können wir uns unsere Arbeit so darstellen, dass sie von den Bürgerinnen und Bürgern wieder stärker wahrgenommen wird, dass wir die Zahl der Petitionen steigern können und dass die Bürger auch Vertrauen in den Bundestag und in den Petitionsausschuss gewinnen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Diese Ergebnisse der Sachverständigenanhörung wollen wir gemeinsam in den nächsten Monaten beraten und immer wieder auch unsere Arbeit sehr selbstkritisch vor allen Dingen beleuchten.